Hallo ihr Lieben. Guten Tag. Hallo Werner. Hallo Edith. Wir haben heute eine Special Edition für euch. Ihr seht schon, wir sitzen in der Küche, ne? Da haben wir eine englische Tapete. Nee. Gardine. Der Mann, der weiß alles besser. So ein richtiger Besserwisser. Ja, durch die Tapete scheint es durchs Fenster. Aber wir werden sehen, wie wir heute abschneiden, denn wir nehmen euch beide. Jeder von uns macht jetzt Kunst. Ich habe das schon mal im Video angekündigt und wir machen beide Kunst. Das heißt, Werner macht Kunst, ich mache Kunst. Ja. Und das ist eine Kunst, da brauchst du gar nicht künstlerisch für sein, sondern nur eine Technik. Hoffe ich. Das wird so sein, das kriegst du auch hin, Schatz. Das ist einfach eine Technik, da ist Technik und Zufall der Künstler und man selber hat gar nicht so, kommt nicht so drauf an, ne? Das wollen wir euch heute zeigen. Als nächstes stelle ich euch erstmal vor, was wir dafür brauchen. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir dafür brauchen. In erster Linie brauchen wir Leinwände. Hier. Die nehmen wir zur Probe und daraus soll das Kunstwerk letztendlich entstehen. Jeder ein paar Kunststoffhandschuhe. Plastikbecher. Da kann man aber auch diese Joghurtbecher und so. Nur wir haben keine Joghurtbecher. Diverse Acrylfarben, ne? Einige. Und ihr braucht ein Pouring-Medium. Das habe ich euch bei unserem Action Hall gezeigt, weil da gibt es das echt sehr, sehr günstig. Ich meine eine Flasche 2,99. Wenn ihr das im Kunstbedarf bestellt, dann kostet sowas schnell mal 10, 11 Euro. Dann braucht ihr Gefäße zum Anmixen. Ich habe hier unsere alten Tassen genommen. Also da könnt ihr die Farben mit anmixen. Ihr könnt aber auch so kleine, was ihr da habt, einfach irgendwas, wo man Farbe drin mischt. Und ein Föhn. Für die Technik, die wir heute als erstes machen wollen, brauchen wir einen Föhn. Und wir brauchen Holzstäbchen zum Umrühren. Und am besten ein Quadrat, auf das dann die Kamera gerichtet ist, damit man auch sieht, was wir hier machen. Jetzt geht's los. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, und ich glaube, das ist gut fürs Verständnis, damit ihr auch wisst, was wir hier machen. Zeige ich euch mein Video, wie das aussieht, wenn das ein Profi macht. Dürft ihr nicht mit dem vergleichen, was wir machen. Mal gucken. Aber das blende ich euch jetzt ein. Bisschen Musik. Ist auch egal, wer das ist. Ihr werdet sie nicht kennen oder die wenigsten von euch. Schaut es euch an und lasst euch überraschen. So, hier bin ich, da ist Werner und wir zeigen euch das in Echtzeit. Ich hoffe, ich muss nicht so viel rausschneiden, weil es Quatsch ist, aber ihr habt hoffentlich Geduld. Also als erstes ziehe ich mal Handschuhe an, ne? Werner, du auch? Mach ich mit. Komm ein bisschen näher, ich weiß dich nicht, weil sonst sieht dich keiner. Du weißt ja hier, das Rechteck ist unser Filmrechteck. Dann müsste ich meinen Kopf da hinlegen und das wird auch. Oh ja, mach das mal. Mach mal. Mach mal. Jo, passt. Klasse. Hat scharf gestellt. Sehr geil. Die Leinwände können erstmal noch zur Seite. Was wir viel mehr brauchen, sind Gefäße. Wie viele Farben wollen wir machen? 4 oder 5? Lass uns erstmal 4 machen. Ja, okay. Also 4 Gefäße. Bei dem Pouring-Medium ist das so. Das ist dafür da. Guck mal, ich schüttel das. Schön.
Das ist sehr dünn. Und diese Pouring-Medium ist dafür da, um Acrylfarben fließfähiger zu machen. Wisst ihr, das ist, ne? Da muss man die Farben, Acrylfarben von Haus aus, sind eher so ein bisschen fester. Könnt ihr sehen? Und das fließt nicht auf der Leinwand, denn letztendlich geht es um eine Art Fließtechnik, was man hier schon so ein bisschen sehen kann. Und ihr habt das ja auch in dem Vorstellungsvideo schon gesehen. Und man mischt dann die Acrylfarbe mit diesem Pouring-Medium, rührt es mit einem Stäbchen um. Und es sollte eine Konsistenz haben wie vielleicht, weiß ich jetzt gerade nicht, zeige ich euch dann. Würde sagen, wir fangen an, oder? Joghurt was? Oder noch dünner? Ja, doch, Joghurt trifft ein bisschen dünner, glaube ich, noch. Ich würde sagen, wir machen erstmal ganz viel Weiß, weil Weiß wird das, was der Untergrund auf der Leinwand ist, weil Schwarz haben wir leider nicht mehr. Also die ganze Leinwand wird erstmal mit Weiß und Pouring abgedeckt, um einfach so einen Fluss zu erzeugen. Aha. Und das heißt, wir nehmen hier das Weiß und machen davon schon mal eine ordentliche Portion. Ich glaube, das können wir hier reinmachen. Also man sagt, glaube ich, Hälfte, Hälfte. Hey, was für ein schöner Ton. So, das sieht schon mal gut aus. Und genauso viel Pouring mache ich da jetzt rein. Oh, mit Handschuhen aufgekriegt. Donnerschlag. Da sage ich nichts zu. Aber Werner, du kommst jetzt nicht mit Waage. Wir machen das Pi mal Daumen, ne? Natürlich, wie immer. Ja, ja. Ich habe meine Farbe schon gefunden. Kupfer, die Farbe des Elektrikers. Ja, und jetzt rühren wir das. Ordentlich. Es ist schon recht flüssig. Aber ich glaube, das ist noch nicht gut genug gerührt. Und wenn ich das mit dem im Video vergleiche. Nö, das sieht gut aus, ne? Ist noch nicht gut durchgerührt. Da müssen wir länger rühren. Aber du, mir das mal, dann kannst du schon mal so ja, machen. Du möchtest auf jeden Fall Kupfer, ja? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir hier Metallics, ist auch von Action, ist ja jetzt kein Geheimnis. Da machen wir jetzt mal was rein. So sieht das jetzt aus und ihr seht, die Flüssigkeit ist relativ fest, mehr so wie Schokopudding. Aber das wollen wir ja nicht. Es gibt auch Leute, die machen Wasser rein, aber da verzichten wir jetzt, glaube ich, mal drauf, ne? Oder? Ja, mal gucken, wie sich die Farbe verändert. Er muss jedenfalls schon mal ganz schön ordentlich rühren. Das machen die auch alle off-Kamera. Ich glaube, das machen wir jetzt auch off-Kamera. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir gemischt. Einmal Weiß, einmal Kupfer. Ihr seht, wie flüssig das ist im Vergleich zu vorher. Türkis hat sich Werner gewünscht. Ich habe mir dann mehr so ein Oliv-Nato-Grün. Da war ja kein Schwarz haben, ist es grau geworden. So, das sind jetzt unsere vorbereiteten Farben. Und ich würde sagen, um es spannend zu machen, darf Werner als erstes rumcheckern. Ihr braucht unbedingt eine riesige Unterlage, denn die Sache ist die, dass das alles kleckert. Und da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob wir eine große Leinwand drunterlegen und die Farbe, die rüberläuft, auf dieser Leinwand später noch verarbeiten. Das ist dann Kunst extra. Genau. Und da hole ich die jetzt mal fix. Moment. Acryl ist ja nicht dafür bekannt, ganz schnell zu trocknen und so gemixt sowieso nicht. Denn wenn ihr diese Kunstwerke macht, ich habe im Internet recherchiert, es dauert mindestens 2 Tage, bis das durchgetrocknet ist. Oh Gott. So, Werner, ich würde sagen, du bist jetzt der, der jetzt mal an meine Stelle trifft. Ja, da bin ich schon. Sehr fein, ich trinke derweil Kaffee. Ja, Prost. Werner macht und ich erkläre. Wie machen wir denn? Wir müssen jetzt erstmal hier Weiß drauf machen. Genau. Du machst da Weiß drauf und versuchst das so, dass die ganze Fläche abgedeckt ist. Jawohl. Also du kannst die Leinwand dann hin und her bewegen. Das ist das, was eben einfach auch, das ist zu wenig, das sehe ich ja, so schon. Ja, du musst ja mal gucken hier. Ja, es darf nicht hauchdünn sein, es sollte schon eine Schicht da sein. Auf jeden Fall ist die Mischung ziemlich cool. Und du siehst, das reicht auf gar keinen Fall.
Ich glaube, es ist zu wenig. Mhm. Was ich dir gesagt habe, Werner hat übrigens schon Farbe am Pullover, ne? Der macht hier einen richtigen Arbeitseinsatz. Ja, dann braucht man ja nicht was Neues dreckig machen. Entschuldigt das bitte. Das kann ruhig hier drauf tropfen, darum liegt das da. Ach, deshalb. Einfach, ne? Ist immer noch zu wenig. Ja, dann müssen wir da gleich noch was anmischen. Das macht nichts. Du machst jetzt als Kunstwerk und ich glaube, dann haben unsere Zuschauer auch eindrücklich gesehen, was du machst. Ich glaube, warte mal, Schatz, nimm noch mal hoch. Wir machen jetzt Special-Trick. Nimm mal hoch, pass auf. Und zwar legst du das da drauf. Weil sonst ist die ganze Rückwand voll mit Poring. Ich glaube, du brauchst noch was. Sei doch nicht so geizig. War nicht so teuer. Auch hier ist überall noch zu wenig. Da muss mehr drauf. Ja, das kommt dem schon sehr nah. So. Ja, das sieht gut aus, Werner. Und das darf ruhig runtertropfen. Endlich. Endlich sieht es gut aus. Da oben musste noch, ne? Passt sich dem Wetter an. Dröppelt. Gott sei Dank bin ich nicht blind. Ja. So, und dann legst du die Leinwand hin. Und wenn du dann so Stellen hast, wo nichts ist, leg mal kurz hin. Jawohl. Dann zeige ich dir einen Trick, den ich gesehen habe. Weil ich habe es selber ja auch noch nicht gemacht. Dann macht man das einfach so. Ach ja, Fingerabdrücke können wir ja nicht hinterlassen. Nein. So, Hase, und sehr jetzt gut. Musst du gucken. Jetzt geht's ab. Entweder du machst das so, wie viele andere... Oh, guck mal, Lila kriegst du jetzt. Super. Andere Künstler und gießt die stapelweise in den Becher. Oder du benutzt die Farben pur und verteilst das auf der Leinwand, weil du wolltest ja die Föhntechnik machen, oder? Das ist mir eigentlich egal. Dann mach, wie du denkst, aber da brauchst du jetzt nicht mehr so viel. Das soll nicht die Leinwand füllen, ne? Und es ist auch immer gut, wenn du das machst, in den Becher füllen. Ich mach das mal. Und da brauchst du nicht viel und es macht sich immer gut, die Farben dann zu stapeln. Sonst wird der Effekt nicht so schön. Das heißt, jetzt da die nächste Farbe drauf, im Grunde genommen. Da drauf oder daneben? Da drauf, weil das ist ja das, was den Effekt macht. Wenn du die daneben machst, dann ist schon langweilig, ne? Das sieht ja schon mal cool. Weil du, ja, nicht wackeln. Du hast das ja auch im Video. Wir haben uns ja schon ein paar, ich werde euch mal ein paar verlinken. Da haben wir das ja schon mal gesehen, ne? Und dann kannst du auch noch mal weiß noch mal final, wenn du möchtest, drauf geben. Ah, Molly. Möchtest du noch mal weiß? Ah, guck mal, hier entsteht schon das erste Muster. Ja, und dann musst du überlegen, möchtest du das per Hand auf der Leinwand bewegen oder möchtest du mit dem Föhn die Technik machen? Ich lasse es erstmal so ein bisschen arbeiten. Oh, guck mal. Ist aber nicht so spannend, ne? Weil das ist jetzt die entscheidende Phase, ne? Oder du pustest, wie die das gemacht hat. Ja. Weil die Farben ineinander... Gib mich mal das Föhn. Man ist mit der schmutzige Finger. Zieh da bitte den Handschuh aus. Das ist mein Föhn. Ich möchte keinen Türkis da drauf haben. Ach. Und probiere erst die kleine Stufe aus. Länger ist das Kabel nicht. Hau rein. Ah, da passiert doch schon viel mehr. Wow. Guck dir das an, wie schön das wird. Und wenn du dann noch irgendwo eine Farbe wie Kupfer ist jetzt ziemlich untergegangen. Das stimmt. Dann machst du hier nochmal Kupfer ein bisschen, da kannst du auch so. Können auch, die mal assistieren? Leg den einfach hier hin. Da ein bisschen Kupfer hinmachen. Leg den doch einfach hier hin. So, und dann machst du da einfach noch ein bisschen Kupfer drauf, wo du möchtest. Und den pustest du dann auch nochmal durch die Gegend. Aber da sind so schöne Blasen, da will ich nicht unbedingt... Probier mal dein Glück. Wow, schau mal.
sieht ja super aus. Das lasse ich so. Wie findest du es? Ich finde es so hervorragend. Ja? Ist schön, ne? Jetzt hole ich mal einen Karton, wo wir das drin trocknen lassen können. Ein Karton. Und zwar... Sehr cool. Haben wir noch zwei Becher über? Ja. Gibst du mir bitte mal zwei Becher? Ich hole mal zwei Becher. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Finde ich aber auch. Und die stellen wir nämlich auch hier rein. Ja. Und dann transportiere ich das darüber und dann kann das trocknen. Zwei Tage? Zwei Tage braucht das. Oha. Da ist es. Da ist es. Wunderbar. Ein Kunstwerk. Ja, und jetzt kann ich ja hier auch gleich noch eins machen. Guck mal. Wie schön das läuft. Und schau mal, wie schön das hier aussieht. Ja, gut gemacht, ne? Ja. Jetzt mache ich noch schnell eins. Aber ich möchte gerne einen von den Keilrahmen haben, von den hohen. Wenn das möglich ist. Mal gucken. Dankeschön, mein Herz. Ich glaube, wir brauchen noch Puring. Ich habe meinen Handschuh runtergefüllt. Nee, das ist mir zu wackelig und darum mache ich das weg und lege das direkt da drauf. Und da kann ich ja den ganzen Rest drauf kippen. Das ist zu wenig so. Ja. Vielleicht kannst du mir noch was anmischen, weil man kann das auch hinterher noch drumrum machen. Hier hast du das Pouring Medium und hier ist das Weiß. So, dann mache ich das nämlich erstmal hier in der Mitte. No, was machst du denn für Töne? Entschuldigung. Jedes Böhnchen ist ein Tönchen. Und ich versuche das nämlich mit dieser Bechertechnik. Und zwar funktioniert die folgendermaßen. Du nimmst einen Becher und dann schüttest du die Farben, die du hast, in den Becher. Aber immer so, dass du an der Wand des Bechers das runterlaufen lässt. Also, so. Na, da habe ich jetzt Kupfer drin. Dann nehme ich als nächstes Grün. Das ist eine Schmiererei. Gut, dass wir das Altpapier aufgehoben haben. Jetzt kommt das Grün da drauf. Ihr seht, das vermischt sich nicht, sondern bleibt da drauf liegen. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann kommt Türkis. Also wir zeigen euch hier jetzt gleich zwei Techniken in einem Mal. Und auch das Türkis bleibt so und vermischt sich nicht. Und zum Schluss kommt das Grau. Auch das kippe ich da drauf. So, und jetzt warte ich einen kleinen Moment, bis ich mehr Pouring habe. Das wäre jetzt fertig. Kannst du mir mal freundlicherweise den Ärmel hochziehen? Nee. Mit dem kleinen Finger, der ist sauber. Dankeschön. Zieht er sie mir gleich bis zur Achselhöhle hoch. So sind Männer, ne? So, und jetzt gieße ich hier den Rest drauf. Da sind wir mal nicht zimperlich. Palim, palim. Und lass das so ein bisschen verlaufen. Da sind jetzt noch Stücke drin, aber das macht nichts. Das ist also nicht ganz so gut durchgerührt. Macht nichts. Alles ein Versuch. Try and error. Und in anderen Videos wird auch gezeigt, wie man die Luftblasen rauskriegt. Wir lassen die jetzt drin. So, und jetzt nehme ich meinen Becher und stülpe den auf die Leinwand. Ich hoffe, das geht jetzt schnell und gut. So. Und jetzt lasse ich den langsam alles rauslaufen. Das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. So sieht der Becher jetzt aus. Und auch wieder sehr wenig Kupfer, aber... So. Und jetzt lasse ich das ein bisschen auf der Leinwand arbeiten. Ihr seht, das ist eine Riesensauerei. Aber was Sauerei macht, macht auch Spaß. Hier habe ich jetzt ein ganz grobes Stück Farbe drin. Das mache ich mal mit dem Finger klein. So. Leute, sieht das aus.
da mir das ein bisschen wenig weiß ist, ich versuche jetzt mal zu pusten, Vorsicht. Guck dir das an, wie schön das ist. Was kann ich denn noch pusten, ne? Jetzt puste ich noch ein bisschen. Guckt mal. Ist das schön? Werner, was sagst du? Guck mal. Wenn man jetzt noch so einen Bunsenbrenner hat, wisst ihr, wo man Creme Brûlée mitmacht und so, dann kann man die ganzen Luftblasen, die da drunter sind, noch aufploppen lassen und dann entstehen so einzelne Farbzellen, die sich ganz toll absetzen. Leider reicht die Hitze des Föhns dafür nicht aus und so einen Bunsenbrenner haben wir nicht, aber ich bin eigentlich ziemlich happy mit dem Ergebnis. Und da könnt ihr mit den Farben spielen, wie ihr lustig seid, wie ihr Bock habt. Könnt ihr mal so richtig rumschmieren. Ist bestimmt auch eine feine Sache mit größeren Kindern. Mit kleinen würde ich es jetzt nicht so machen, weil danach besteht die Gefahr, dass man renovieren muss. So sehe ich jetzt aus. Und das sind jetzt so unsere Ergebnisse. Ich zeige gleich beide Bilder nochmal. Und ganz am Schluss seht ihr sie auch, wenn sie getrocknet sind. Huch! Eine Kamera gekommen. Ihr Lieben, jetzt eigentlich erstmal das Resultat. Was mir an dieser Art von Kunst gut gefällt, ist, dass du zwei Werke niemals gleich gestalten kannst. Es macht richtig viel Schmutz, macht richtig viel Spaß. Und die Oberfläche der Bilder, schaut euch mal an, wie die glänzt. Und das bleibt zum größten Teil auch so. Den Bunsenbrenner-Trick habe ich euch schon verraten. Es gibt aber einen, der noch leichter ist. Und zwar, indem man einen Tropfen Öl in die Farbmischung hinzugibt. Und zwar Silikonöl. Silikonöl löst auch diese Felder auf den Bildern aus. Also ihr habt dann überall so Bubbles. Ganz witzige Technik. Das ist jetzt mein Ergebnis. Geh jetzt mal rum. Und guck mal, Werner hat viel mehr, durch die Hitze vom Föhn sind viel mehr Zellen entstanden als bei mir. Das kann man hier ziemlich deutlich sehen, das ist sehr, sehr hübsch. Und versucht das mal zu malen. Und hier oben so ein Marmoreffekt, wunderschön. Werner, bist du zufrieden? Für den ersten Versuch ist das schon mal Hammer, würde ich sagen. Ja. Ist auch eine tolle Farbgebung, ne? Das passt bei uns ganz gut in die Wohnung. Und so hat jeder jetzt im Grunde genommen mit fast dem gleichen Stil, mit den gleichen Farben, zwei völlig verschiedene Bilder erstellt. Und ihr habt gesehen, Künstler müsst ihr nicht sein, um sowas zu machen. Schau, das ist meine Zellenbildung. Ich finde das hier oben gut. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Naturschwamm oder Wasserbrandung oder so. Also du kannst ja, Mut zum Klecks. Oder so. Kannst du alles machen. So, die Ergebnisse zeige ich euch gleich im Anschluss und dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Da sind wir wieder. Weil wir wollten wenigstens noch Tschüss sagen. Auf jeden Fall. Tschüss. Wie hat es euch gefallen? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und auch, ob ihr das mal nachmachen wollt. Und der kleine Tipp, habt ihr einen Action in der Nähe? Geht da die Materialien einkaufen. Ich krieg kein Geld für, ne? Nee. Man muss aber da alles selber kaufen. Aber bei Action kommt ihr unter 10 Euro für so ein Experiment weg und das lohnt sich in jedem Fall. Ja, ich habe gar keine Farbe im Gesicht, habe ich sonst immer. Fast ihr sonst schon. Sichere Methode auf alle Fälle. Absolut, die Brille ist auch noch durchsichtig, alles prima. Kein Türkis, kein Grün. Welche Brille? Das Ding da auf deiner Nase. Nein, aber das sind tolle Weihnachtsgeschenke, weil die sind individuell und das sieht aus, als seid ihr die großartigsten Künstler der Welt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Bye, bye.